Die Nacht ist so langsam rum hier am Bernsteinsee und es lief tatsächlich selbst die ganze Nacht durch hier an der Stelle. Und ja, damit haben wir jetzt hier ungefähr 200 Silber oder gut 200 Silber in gut 30 Minuten geschafft. Und ich hoffe, es geht noch weiter. Also einer der absoluten Top-Spots, der immer wieder funktioniert hier am Bernsteinsee, hier genau an der Stelle 4033. Und das Schöne, im Moment diese 30 Minuten jetzt hier komplett ohne Futtermische. Ist das nicht der Hammer für alle die, die noch nicht so weit sind beim Karpfenangeln, die noch ein bisschen planlos sind mit der Futtermische und wie lüpten das Ganze hier überhaupt? Genau das Richtige. Also genau die richtige Stelle hier, um einfach ein bisschen schön auf Masse zu gehen. Und nebenbei gehen eben auch durchaus mal die Seltenen rein. Also, was haben wir hier? Oh, ein Zeiler, ne? Der ist tatsächlich auch nicht so häufig. Zeilkarpfen, sehr schön. Aber selten bedeutet natürlich dann eher sowas wie einen Albino zum Beispiel. Also die sind natürlich dann richtig nice. Vorhin schon einer reingegangen hier mit 6 Kilo. Und das schmeckt dann schon. Geister ist es. Geister, Spiegelkarpfen. Sehr schön. So, was haben wir hier drauf? Jawohl, der nächste. Der nächste. Irgendwas Lüttes. Ja, das Setup, wir gucken uns das gleich alles im Detail natürlich an. Wie das alles aufgebaut ist und wie das funktioniert. Und wir bauen uns natürlich auch gleich noch zu dem Köder eine passende Futtermische zusammen. Heißt also, wenn du Bock hast auf Futtermische und wenn du Bock hast, das Ganze hier auch richtig zu machen, dann macht man das natürlich auch als Karpfenangler mit einer richtigen Futtermische. Man könnte natürlich auch die normale Basis-Karpfen-Futtermische verwenden. Warum nicht? Eigentlich besser als nichts. Ich denke, das wird das Ganze nochmal so ein bisschen mehr pushen. Aber eine Futtermische, die genau auf den Köder abgezielt ist, ist natürlich immer wieder besser. Und wenn du richtig reingehen willst in das Thema Karpfenangeln, hier ist nochmal die Tutorial-Serie zum Karpfenangeln. Alle Infos, die wichtig sind, komplett in einer kleinen Playlist nur für Karpfenangler. So, den ziehen wir hier nochmal eben raus. Und dann werfen wir nochmal eben aus und dann gucken wir uns natürlich erstmal hier nochmal den Spot an. Also 44, 133, ganz, ganz simpel, direkt am Anleger hier in der City sozusagen. Wir sind quasi noch in Reichweite der City, rauslaufen aus der Stadt, direkt auf den Anleger, fertig. Für mich ideal, weil da muss ich nicht so weit laufen, schön auf entspannt, einfach mal eben ein bisschen angeln gehen, eben auf Karpfen und dann lüppt das Ganze. Also ganz, ganz simpel, direkt hier auf dem Anleger und dann werfen wir hier auf 15 Meter. Und zwar ist das hier immer ein schöner Anhaltspunkt, hier diese beiden Zwillingsbäume. Und wir werfen in den Schatten, aber neben diesen beiden Schatten. Also zwischen diesem Schatten und zwischen diesem Schatten werfen wir hier einfach, wo das Auge jetzt gerade ist, da werfen wir einfach rein. 15 Meter, auch nachts sieht man das ganz gut. Okay, man hat dann hier die beiden Zwillinge und sagt, okay, so ein bisschen daneben. Und dann wirft man einfach nachts da vorne hin. Und man sieht auch nachts da hinten, da ist es gerade noch diese Laterne, die leuchtet dann natürlich in der Nacht. Und dann hat man da auch nochmal einen Anhaltspunkt, dass man da ungefähr halt so hinwirft. Aber noch besser, wie gesagt, sind einfach hier diese Schatten. Die sieht man tags und nachts. Also das ist der Spot. Und nach dem Spot gucken wir uns natürlich auch noch das Setup an. Den muss ich natürlich nochmal schnell rausziehen, ne? Okay, dann gucken wir jetzt das Setup an. Zack, schnell raus damit. Wieder auswerfen. Sehr gut. Also, jetzt aber das Setup. Und zwar nehmen wir einfach mal hier die Mitte. Wir haben hier Karpfenruten, Fiederruten. Eigentlich fast egal, was man nimmt.
Und man muss auch gar nicht so schwer hier rein mit 36 Kilo. Hier an der Stelle reicht es auch komplett, wenn man mit ungefähr 18 Kilo unterwegs ist. Pusht auch nochmal mächtig die Frequenz. Und was sehe ich auch gerade? Einen schönen Fehler habe ich gemacht. Mann. Wir holen uns das Ganze hier mal eben rein. Ich habe hier noch einen 4-0er Haken drauf. Das ist natürlich komplett übertrieben. Also, wir wollen hier auf Masse gehen und deswegen nehmen wir einen 1er, maximal vielleicht einen 1-0er Haken. Und wenn man halt richtig auf Frequenz gehen will und ein bisschen in Kauf nimmt, dass die Fische dann auch noch ein bisschen kleiner sind. Das heißt, die sind da so zwischen 3-4 Kilo ungefähr und seltener mal 5 Kilo plus. Dann geht man hier vielleicht einfach sogar mit einem 4er Haken rein. Aber dann macht man halt richtig schön Frequenz und Frequenz bringt eben auch immer wieder ganz gerne Skillpunkte fürs Grundangeln. Also jetzt nochmal hier mit dem 1er Haken und das Ganze, wie gesagt, einfach passend zum gesamten Setup. Auch das wird natürlich erklärt in der Tutorial-Serie, wie man sein Setup richtig aufbaut. Hier jetzt gerade, wie gesagt, alles auf 36 Kilo. Wenn du ein kleineres Setup hast, vielleicht mit einer HSV, dann reicht natürlich auch absolut ein 18 Kilo Vorfach, 1er Haken und ab dafür. Kommen wir als nächstes natürlich jetzt zum Köder und im Anschluss zur Futtermische. Wir nehmen einfach nur Pop-Up Rigs ja als Montage. Das ist so die simple oder die einfachste Montage mit der Möglichkeit, hier diesen Kunstmais eben auch zu verwenden. Und ja, wir wählen dann einfach nur hier diese Basis aus, also zweimal einen Maiskorn. Und hier ist es dann einfach Lachs-Lila. Also die Aromatik, die wollen wir hier verwenden. Das ist momentan the way to go. Lila, Lachs, Pink und das Ganze mit natürlich würzigem Lachs und raus damit. Also so simpel ist es, wie gerade schon gesagt, komplett ohne eine Futtermische. Also direkt wieder raus damit. So, und dann gehen wir hier richtig schön auf Masse. Und ja, wie gerade auch schon gesagt, mit einem etwas kleineren Haken läuft das Ganze natürlich dann einfach nochmal besser. Da kann man halt richtig schön Gas geben. Aber hier solche seltenen oder eben hier sogar ein sehr seltener Karpfen, nochmal wieder Geisterspiegel, das schmeckt natürlich und das pusht natürlich dann auch den Verkaufspreis. Gucken wir uns jetzt nochmal eine ganz klassische Futtermische an. Also eine Futtermische, die man auch herstellen kann in Bällchenform. Und die relativ einfach eben auch herzustellen ist. Und zwar nehmen wir einfach eine Futtermische, die auf der Original-Karpfen-Futtermische basiert. Und das Schöne ist, 15 Meter Entfernung. Das heißt, wir können das Ganze eben auch mit dem Bällchen einfach auswerfen. Wir brauchen dafür nicht irgendwie den PVA oder irgendwie sowas, sondern werfen einfach per Hand aus. So, zack, den nehmen wir auch eben mit. Gerade schon gesehen, hat es kurz blinkt am roten hier in der Mitte. Oha, der nächste Geister-Schuppenkarpfen. Das sieht doch gut aus. Also lässt sich wirklich sehen hier 7,6 Kilo. Das schmeckt, so soll das sein. Mehrere seltene jetzt hier schon und das innerhalb von knapp 40 Minuten. Und eben simpel. Jetzt gucken wir uns noch mal eben eine Futtermische an. Also wie gerade schon gesagt, Futtermischung. Hier haben wir Karpfen. Und jetzt nehmen wir diese Komponenten und machen die quasi ideal für unseren Köder. Das heißt, wir haben hier Erbse, Fliegenmade und Mais. Und das bauen wir jetzt hier oben nach. Wir nehmen Erbse, Fliegenmade und Mais. Da ist es. So. Und dann haben wir jetzt hier noch Komponenten frei. Und zwar gucken wir jetzt natürlich nach Lachs. Und dann gibt es hier Lachs und Thunfisch zum Beispiel als Feed Pellets. Das können wir verwenden. Oder wir gehen hier rein und nehmen hier nochmal den Lachs. Und dann haben wir hier Lachs und Kräuter Soluble zum Beispiel oder ganz normalen Lachs. Ich nehme jetzt hier in dem Fall mal Soluble, also auflösende Boilies. Das heißt, wenn wir diese schreddern,
haben die nochmal eine größere Wirkung. Also, das nehmen wir jetzt, schreddern das einmal. Übrigens hier immer versuchen, die kleinsten Größen zu nehmen. Es gibt hier jetzt leider nur die 16er, kleinere gibt es nicht. Am Ende ist es dann egal. Die Partikel, die wir jetzt hier in die Futtermische reinmachen, Lachs, die sind immer dann gleich groß. Also diese Partikel hier, gucken wir nochmal im Detail, diese Krümel, das Geschredderte, ist immer gleich groß. Egal, ob du einen 8er Boilie nimmst oder einen 24er oder einen 14er oder einen 20er, egal wie groß der Boilie ist als Basis, nach dem Schreddern, also der Schredder entscheidet, wie groß diese Krümel hier sind, die Partikel, und dementsprechend sind die dann am Ende alle gleich groß. So, jetzt nehmen wir hier natürlich noch eine Soße und da gehen wir natürlich auch nochmal auf Lachs, einfach nur normal Lachs, und haben jetzt hier eine Basis, also hier oben die ganz normale klassische Basis-Futtermische für Karpfen. Richtiger Vorteil nochmal, wir haben hier Mais auch mit drin und wir verwenden ja die ganze Zeit Mais. Wir könnten theoretisch auch Mais als Basis nehmen, aber Erbse ist auch ein schöner Klassiker, deswegen nehmen wir den einfach mal mit. Nennen wir das Ganze hier auch nochmal eben Karpfen Lachs und dann haben wir das auch erledigt und finden das gleich. Zack, herstellen und damit geht es jetzt gleich weiter. Jawohl, 9 von 10 in der Qualität und damit werfen wir jetzt gleich weiter aus und füttern hier den Spot an. Wo haben wir den Lachs? Karpfen, Karpfen, Lachs und Lachs, Karpfen. Hier ist das Ganze. Wir gucken nochmal eben rein. Jawohl, mit dem Auflösenden, mit dem Lachs, mit den Feed Pellets. Das benutzen wir jetzt hier. Und dann werfen wir das Ganze auf 15 Meter weit raus. Ja, passt das? Vielleicht noch ein bisschen weiter aufladen. So, das sind so um die 15 Meter. Und ja, wie man ja auch schon weiß, wie in den ganzen Tutorials immer erklärt, so 10 Stück für den Start ist schon mal nicht so verkehrt. Also ballern wir da erstmal rein. So. Und jetzt werfen wir aber auch gleich erstmal wieder aus hier. Das sieht auch gut aus. Und so kann es auch gerne gleich weitergehen. Zack. Übrigens, nach dem Auswerfen der Futtermische kann es schon mal sein, dass es so ein bisschen eine Pause gibt, weil sich eben der Spot so ein bisschen ändert. Das heißt, die Futtermischen beeinflussen eben die Population am Spot, die Population der Fische am Spot. Und wenn die sich halt so ein bisschen geändert haben, die Population, dann geht's auch wieder richtig los. Ja, so viel dazu. Jetzt gucken wir gerade noch mal eben kurz hier in den Kescher rein, was das Ganze jetzt gebracht hat. Ich war zum Start des Videos ungefähr bei 200 Silber nach gut 30 Minuten. Das heißt, jetzt sind in der Zeit natürlich noch ein paar Brocken dazugekommen und dementsprechend sind wir jetzt, na guck, bei 300 Silber. Also innerhalb der, ja, 15 Minuten nochmal 100 Silber dazu, das schmeckt doch. Also, so können wir das machen und hier sind natürlich dann die Karpfen, die am meisten Silber bringen, die seltenen hier, Geister, Geister, Geister. Sehr, sehr schön, das innerhalb der, ja, jetzt knapp 50 Minuten, 3 Stück. Das schmeckt, 300 Silber einkassiert. Und ich mache jetzt noch weiter hier schön auf Masse, auf Karpfen, ganz simpel, auf Lachs. Wenn dir das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr geht's dann los. Ach du Schande, hier alle drei Routen schon wieder. 19 Uhr live auf Twitch, Attacke Vollgas. Also, Petri, bis zum nächsten Mal.